Ich bin Doreen McDermott mit dem Wirtschaftskalender für Montag, den 9. Februar. Hier ist ein Überblick der Nachrichten, die die Devisenmärkte erschüttern können. Um 23.50 Uhr am Vorabend wird die japanische Handelsbilanz für Dezember veröffentlicht. Das Handelsbilanzdefizit reduzierte sich im November und steht nun auf dem niedrigsten Stand seit mehr als einem Jahr. Der japanische Verbrauchervertrauensindex für Januar erscheint um 5 Uhr. Der Index kam stärker als erwartet, und zwar um 1,1 Punkte. Die deutsche Handelsbilanz für Dezember folgt um 7. Der Handelsüberschuss verringerte sich im November angesichts rückläufiger Exporte und steigender Importe. Das Investorenvertrauen der Eurozone für Februar steht um 9.30 Uhr zur Verfügung. Das Vertrauen der Anleger erholte sich im Januar, nachdem es die letzten 4 Monate im negativen Bereich lag. Um 13.15 Uhr erscheinen die kanadischen Baubeginne für Januar. Die Zahl glitt im Dezember ab und liegt nun in der Nähe des 6-Monats-Durchschnitts. Um 23.50 Uhr wird der japanische Tertiärindustrieindex für Dezember bekannt gegeben. Der Index ist im November wieder im Anstieg begriffen, nach einem Schlupf um 0,1% im Vormonat. Die britische flächenbereinigte Umsatzentwicklung für Januar wird eine Minute nach Mitternacht veröffentlicht. Der Umsatz sank auf Jahresbasis im Dezember und das war das schlimmste Dezemberergebnis seit 2008. Und um 12:30 nachts erscheint das australische Geschäftsvertrauen für Januar. Der Index sah wenig Veränderung im Dezember und bleibt nur ein Bruchteil im positiven Bereich. Das war der Wirtschaftskalender für Montag. Wir kommen mit dem nächsten Überblick über die wichtigsten Ereignisse für Dienstag wieder. Bis dann.